Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Borderlands. Willkommen in Concordia, ein Drecksloch, wie es im Buche steht. Suche einen Kerl namens Huckster, Ex-Hyperion-Mann. Er hat hier das Sagen. Dann suchen wir mal den Knaben. Offiziöser kleiner Scheißer. Das ist ein Verstoß gegen das interstellare Verbalmoralitätsstatut. Das gibt eine Verwarnung. Was soll denn der Scheiß? Oh, du kriegst gleich noch eine. Ich liebe Regeln. Sie geben mir Macht. Komm mit, sonst gibt's die dritte Verwarnung. Willkommen, neuer Bürger! Gehorche meinen Befehlen! Gestell dich auf Dekontaminationspad! Nicht bewegen, wenn Strahl kommt! Was ist bald? Du bewegt! Komm in Klinik, dummela Puschka! Ich, Schwester Nina, du brauchst Medizin, du kommst zu mir. Aber nur wenn Ärzt. Schwester Nina hasst große Babys. Außer echte Babys, die Schwester Nina liebt. Du verletzt. Hier, nehmen. Gut, du besser. Wenn wieder verletzt, du kaufst Arznei an Automat. Du gesund, geh. Der Kerl, den du finden musst, nennt sich selbst Bürriff, wie in Bürgermeister und Sheriff. Oh, völlig bescheuert. Aber er könnte wissen, wie wir das Signal finden. Der Typ bezieht immer noch eine fette Betriebsrente von Hyperion, von meiner Abteilung. Ich bin praktisch sein Boss. Er ist sozusagen schon im Team. Von der Helios.
Also, folgendes. Keine Besucher heute. Du warst einer von uns? Du bescheuert betitelter Bastard! Danke, dass Sie das Büro des Bürgers besucht haben. Wir hoffen, die bürokratischen Interaktionen waren zu Ihrer Zufriedenheit. Ich schätze, jetzt kann uns nur noch einer helfen, so leid es mir tut. Geh in die Up-Over-Bar. Verdammt, wo ist Max? Oh, warte. Siehst du die zwei da auf der Tanzfläche? Die tätowierte Tussi und den Typ, der allergisch gegen Lächeln ist? Das sind Ex-Kammerjäger. Sieh zu, ob sie dir helfen. Endlich winkt uns das Scheißglück auch mal zu. Hey, die Helios wird von durchgeknallten Dahl-Einheiten eingenommen. Helft ihr mir, das Signal abzuschalten, das die Systeme dort stört? Hyperion, Dahl, ist da ein Unterschied? Wir sind im Urlaub. Gemeinsam. Ja, sorry, aber wir sind raus aus der Kammerjägerbranche. Zu viele Tentakel. Tentakel, hä? Los, sprich mit Maxi, verdammt! Willst du zu mir, Sugar? Dein Ex schickt mich. Er braucht deine Hilfe. Und einen besseren Geschmack bei Frauen. Die Freude ist ganz meinerseits. So, Jack schickt dich, was? Muss ihn ja schwer gewurmt haben. Aber keine Sorge, vorbei ist vorbei. Was braucht er von mir? Irgendwo von hier kommt ein Störsignal. Es blockiert die Verteidigungsanlagen der Helios. Ich soll es abstellen. Du willst ein Signal finden? Dazu musst du Transmitter auf den Echo-Türmen in der Stadt platzieren. Simple Triangulation. Die finden die Quelle. Dann kannst du das Signal abschalten. Das Problem ist, ich habe keine Transmitter hier. Macht aber nichts. Du musst zuerst ein paar Mondsteine abholen, die der Zöllner Claptrap fälschlich beschlagnahmt hat. Geh zu ihm. Ich aktualisiere dein Echo. Vertrau mir. Du wirst es bald verstehen. Hey, schenkst du nochmal nach, oder was? Was soll das? Du arbeitest hier. Was? Nö. Ich sehe den Typ nur ähnlich. Ich bin gerade dran. Klar, in 2 Minuten ist deine Pause vorbei. Man kann dort Sachen bunkern, die man nicht mit sich rumschleppen will. Ach ja, richtig. Ich habe sie ins Versteck gebracht, nicht auf die Bank. Na, du kriegst die Waffe. Ihr Besitzer braucht sie nicht mehr. Das Versteck, was? Dort kannst du Objekte einlagern, die du mit anderen tauschen willst. Keine Ahnung, wieso er die Mondsteine dort abgelegt hat. Safe entdeckt. Ja, das hätte ich im ersten Teil gebraucht. Machen wir erstmal Inventar leer. Na gut für dich. Im Ernst? Der sollte sich selbst verwarnen. Wegen Blödheit. Nimm die Mondsteine und bring sie zum Schwarzmarkt. Zeig die Mondsteine dem Typen da, dann kriegst du, was du brauchst.
Okay. Ich habe vor einiger Zeit einen Haufen Transmitter bestellt, wollte mich dort aber nicht mehr blicken lassen. Diese Janie Springs versucht dort immer zufällig auf mich zu treffen. Was liegt an? Krieg ich für diese Mondsteine ein paar Transmitter? Die gebe ich dir gratis dazu, wenn du mir was von dem anderen Müll hier abnimmst. Ah, ah, ah. 4 Mondsplitter kriege ich. 2 Objekte mehr im Safe. Laserzellen, Pistole, Raketen. Speicher Upgrade. Ja, Crazy Earl kommt herum. Es ist nützlich. Ihn zu kennen. Bring ihm die Mondsteine, dann gibt er dir, was du brauchst. Was liegt an? Ich liebe diesen Kerl. Ich gebe dir die Koordinaten der Türme auf dein Echo und leite die Aktion von hier. Ich melde mich, wenn du den ersten Transmitter platziert hast. Du musst auf das Dach von Springs Emporium O'Stuff kommen. Sie ist nicht in der Stadt, kann dir also nicht helfen. Und nur damit das klar ist, sagt Jack, wenn das vorbei ist, sind wir quitt. Wo muss ich denn hin? Da oben. Und die Frage, wie ich da hochkomme. Ganz einfach mit der Treppe hier. Dort oben ist. Okay, hör zu. Ich schick dir einen Wegpunkt. Er zeigt, wie ich versuchen würde, da hochzukommen. Einfach, weil ich so nett bin. Okay, doch. Ich habe keinen Wegpunkt gebraucht. Ich habe eine Verbindung, aber sie ist nicht sehr stabil. Könntest du dem Ding einen Klaps verpassen? Schon besser. Gib mir eine Sekunde, damit ich hier alles herrichten kann. Ich verstehe nicht ganz. Sie hat sie abgeholt? Nicht persönlich. Sie hat wen geschickt. Ich sag's dir nur, weil du's wissen wolltest, wenn jemand sie abholt. Und hat sie was über mich gesagt? Na, siehst du, was ich meine? Das Signal. Es kommt nicht aus Concordia. Ich schick dir die Koordinaten für den nächsten Turm auf dein Echo. Drüben irgendwo. Ja. Dort drüben. Gucken, ob ich hier so durchkomme. Finden. Elektrozaun abschalten, ja gut. Wo führt denn das Kabel hin? Oben hin? Funktioniert's. Und jetzt kalibrieren wir das Ding. Ich muss hier an ein paar Schaltern fummeln. Nein, Mama, du weißt, warum ich nicht komme zurück. Hier sicher. Firma weiß nicht, ich bin hier. Name ist gleich, weil die Glauben ich ändere. Aber Mama, Mama, nicht weinen. Nina muss los.
Dieser Transmitter funktioniert nicht. Also nochmal von vorn. Das war's. Über dem Büro des Bürofs ist ein Turm. Versuch da hochzukommen. Der Bürof, da oben hin. Gucken, was jetzt. Ja, sieht aus, als hätten ein, zwei Kugeln die Relais-Kupplung beschädigt. Sieh mal bei den Geschützen nach, ob du Ersatz dafür findest. Relais, was? Das ist ein Ding, das macht, dass der Transmitter wieder geht. Eine kleine schwarze Box. Das ist sie. Jawoll! Jetzt muss ich nur noch. Du bist eine echt gute Zuhörerin. Das muss man dir lassen. Kann ich dich nicht morgen für eher körperliche Dienstleistungen buchen? Momentan bin ich vor Stress der reinste Vulkan. Etwas Entspannung würde mir gut tun. Wie eklig. Ich sag all meinen Gästen ganz klar, dass Serena nicht dazu da ist, um... Ich kümmere mich später um den Bürof. Okay, alles bereit, wie es scheint. Geh zu der Steuereinheit, die ich auf deinem Echo markiert habe. Aktiviere sie, dann können wir den letzten Scan starten und das Signal orten. Es hat tatsächlich funktioniert. Das Signal kommt anscheinend aus Crisis Car, was immer das ist. Das ist eine alte Dahl-Funkstation. Dort gibt's seit Jahren nichts als Gavs. Tja, scheint wieder zu laufen. Schalt es ab. Und Status-Update, ich werde nach wie vor beschossen. Wäre also cool, wenn du schnell machen würdest. Crisis Car. Gut, dann reisen wir doch mal dahin. Achtung, Bürger von Concordia. Bis auf Weiteres wird die Stadt zu ihrer eigenen Sicherheit abgeriegelt. Keiner kommt rein oder raus. Das wäre alles. Okay? Verdammt, wie ist denn der Typ drauf? Das ist total frustrierend. Geh wieder zu Moxie. Die hat immer geheime Ausgänge. Klassiker. Gehen wir nochmal zu Moxie. Falls du Moxie suchst, Mann, die ist nicht hier. Man wird hier kaum bedient, wenn sie in ihrer geheimen Werkstatt ist und an Hightech-Zeugs rumschraubt. Wenn ich noch wütender wäre, würde ich jetzt verraten, dass man reinkommt, indem man den Arm von dem einarmigen Banditen da drüben hochdrückt und den dann hochspringenden Zugangsknopf betätigt. Uff, das war knapp. Mein neuer Filterchip für innere Dialoge ist echt der Bringer, Freund. Du solltest dir mal einen Mocktail reinpfeifen. Das ist wie ein Cocktail, hau dich aber voll nach vorn. Bringt deine Fans auf vorne, Mann. Was hat er da gesagt? Viel Glück bei der Suche nach dem Drink. Moxie ist eigentlich verschwunden. Irgendwo sollte mal ein Barbot geben, aber den nutzlosen Schrotthaufen hat auch niemand gesehen.
Irgendwo soll man da was drücken. Ach, den Banditen meinen sie. Ich drück mir hier einen Wolf von dem hier. Hey, Lady! Hey, boah, was machst du denn hier? Was machst du denn hier drin? Netter Overall. Verdammt, ich hasse es, wenn man mich ungestylt sieht. Was willst du denn? Die Stadt ist abgeriegelt. Ich muss raus. Kannst du mir helfen oder nicht? Ich weiß, wie es rausgeht, aber ich zeig's dir nur, wenn du mir versprichst, keinem zu sagen, was du hier gesehen hast. Ich verspreche hiermit, niemandem zu sagen, dass die nuttige Clown-Tussi auch eine nuttige Mechanikerin ist. Reicht dir das? Sehr schön. Denn wenn du singst, müsste mein Sohn dich lebend im Staub verscharren. Hier geht's aus der Stadt raus. Ich hoffe, du findest das Signal. Und denk dran, Leiche im Staub. Gut, das war's dann auch mit der heutigen Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wiedersehen.